Frau ist eifersüchtig. Das ist gar nicht wahr. Ach ja. Okay. Leute, wir sind mal kurz für ein, zwei Minuten weg. Wir sind gleich wieder da. Bis gleich. So, da werden wir wieder. Dankeschön für eure Geduld. Dazu mal so gleich fortfahren als Sherlock Holmes und ein bisschen in der Familiengeschichte der Marshs rumstöbern. Holmes, wegen Caitlin. Ja? Sie ist groß geworden. Glauben Sie nicht, dass es Zeit wird, ihr zu erzählen? Ihr was zu erzählen, Watson? Oder ich? Von Ihrem Vater? Nein, das kommt nicht in Frage. Hören Sie. Holmes, Sie waren verantwortlich für seinen Tod. Sie müssen ihr die Wahrheit sagen. Sie ist alt genug dafür. Ich würde sie verlieren. Verstehen Sie nicht? Sie darf es niemals erfahren, Watson, klar? Holmes. Das darf und wird nicht passieren. Das ist so ungewohnt, dass der Watson schlank ist. Der sollte normalerweise eine Plauze haben. Watson, was ist da los mit dir? Mal sehen. Dann gehen wir hinein. Wir haben gerade rausgefunden, dass der Sherlock Holmes nicht der leibliche Vater von der Kate ist. Wieso? Anscheinend, also der hat nicht viel rausgelassen, aber... Wo hast du das jetzt her? Der Watson hat gesagt, dass wir ihr die Wahrheit erzählen sollen, da sie alt genug sein soll. Und anscheinend haben wir was mit dem Tod ihres leiblichen Vaters zu tun. Wer ist das? Das ist Watson. Ach so. Gehen wir hinein. Nein. Kleine klingeln. Kommen Sie herein. Da kann man einfach so nahe gehen, auch nicht schlecht. Servus. Anscheinend schon, ja. Oh. Direkt ein Detektivspürsinn anschalten. Ja, du Lamente. Guten Tag, Gentlemen. Seien Sie willkommen. Was kann ich für Sie tun? Guten Tag, Lord Marsh. Mein Name ist Sherlock Holmes. Und dies hier ist mein Freund und Kollege Dr. Watson. Können wir beide ansehen? Nee, ich glaube nur ihn. Mhm, das rote Augen. Oha. Fühlt sich nicht gut. Ich wüsste noch eine dritte Möglichkeit. Okay, aber fühlt sich nicht gut, ist glaube ich richtig. So, was haben wir denn noch?
Oh, hat Familiensiegel. Wohlhabend. Hat deine Frau den Dialekt? Ja, könnte man so sagen. Wir sind aus Bayern. Und manches Mal setzt sie es ein. Ist gar nicht wahr. Oh, doch, das ist wahr. Zu meinem Unwohl. Wirklich? Alle Männer verheimlichen was. Schon hat ein Ständer oder so. Oh Gott, Frau. Starke Schmerzmittel, das passt auf jeden Fall zu dem Verstecken. Denkst? Nein, passt wohl eher, dass er krank ist. Okay. Lord Marsh, persönlicher Assistent, Kochrezept. Da stehen auf jeden Fall Informationen aus. 16 Uhr Meeting, also würde ich mal sagen, das ist ein Assistent und kein Kochrezept. Mitglied des Yachtclubs, aber auch ein Arzt anscheinend. Ich glaube, wir haben alles, oder? Kann man das eigentlich auch falsch machen? Reuben Fisher. Okay, Lord Marsh. Ist ein 25 Schatz. 25 Das Jahre ist aber junger nicht aus wie Mann. 25 Jahre. Und ist dennoch bereits ein selbstbewusster Arzt. Er ist gebildet, wohlgesittet und Mitglied eines Jagdclubs. Seine Kleidung lässt darauf schließen, dass er wohlhabend ist. Reuben Fisher ist nicht nur Arzt, sondern auch der persönliche Assistent von Lord Marsh. Lord Marsh ist ein wohlhabender Mann, der in der Gesellschaft sehr angesehen ist. Das erkennt man aus seiner teuren Kleidung an seinem wertvollen Goldring. Er hat sein Leben der Unterstützung der Armen verschrieben. Er ist krank, weswegen er in eine Decke gewickelt ist, obwohl es im Zimmer recht warm ist. So. Ja, die Schmerzmittel. Ich hoffe, wir stören Sie nicht bei Ihrem Gespräch mit Ihrem Arzt. Ja, das ist Dr. Reuben Fisher. Aber nein, ich freue mich sogar über Ihren Besuch, Mr. Holmes. Schön zu hören. Ich möchte den Patienten ganz bestimmt nicht aufregen. Lord Marsh, ich muss sagen, dass ich Ihre Hilfe für die armen Menschen in London sehr bewundere. Ja, wir führen einen erbitterten Kampf auf den Straßen. Und jetzt auch noch von hier aus. Sie haben bestimmt die Pakete dort bemerkt, voller Hilfsmittel, Kleider und Bücher für die Armen. Sehr vorbildlich. Auch ich versuche mit meinen bescheidenen Mitteln den Bedürftigen da draußen zu helfen. Vielleicht könnte ich Sie unterstützen. Warum nicht? Immerhin habe ich ja bereits die wertvolle Unterstützung durch Dr. Fischer, der zugleich mein Leibarzt ist. Mir kommt sein Gesicht nicht bekannt Mir vor. auch nicht. Verzeihen Sie, Lord Marsh, aber Sie sehen sehr blass aus. Kann Dr. Watson vielleicht helfen? Das ist nett von Ihnen, aber ich denke, dass ich Lord Marsh die Behandlung zukommen lassen kann, die er braucht. Wie lange geht das schon so, mein Lord? Mir geht es gut, keine Sorge. Nur eine Grippe. In ein paar Tagen geht es mir wieder besser. Ich kann es schon spüren. Na, jetzt bin ich mal gespannt. Ja, die hätte ich auch Wenn dem genommen. so ist, warum nehmen Sie dann starke Schmerzmittel? Wie kommen Sie denn darauf? Mr. Holmes meint die Tabletten dort auf Ihrem Tisch. Das ist eine Sache zwischen Arzt und Patient. Na dann. Interessant. Ihr Gesicht kommt mir bekannt vor, Doktor. Seltsamerweise erinnert es mich an Whitechapel. Nicht schlecht, Sie haben recht. Ich besuche ab und an einige Wirtshäuser dort. Man glaubt es kaum. Aber ich bin kein Trinker. Aber dort kann ich als Arbeiter verkleidet andere normale Leute fragen, ob sie an besonderen Jobs interessiert sind. Besondere Jobs? Was genau meinen Sie denn damit? Als Lord Marsh 1889 sein Sonderausbildungsprogramm startete, sah er bereits voraus, dass bedürftige Menschen irgendwie beschäftigt werden müssten. Also bieten wir Ihnen, ob mit oder ohne Ausbildung, die Möglichkeit für Lord Marsh zu arbeiten. So helfen die weniger Gesegneten, London zu einem besseren Ort zu machen. Fantastisch.
In der Tat. Um richtig sehen zu können, braucht man eine Vision, ja? Aber auch Erkenntnis. Davon ist Lord Marsh von Kindesbeinen an überzeugt. Bei Dr. Fischer hört sich das alles so romantisch an. Beenden wir das Thema. Mal sehen, ob der gute Lord Marsh auch wirklich so... Ein Hilfspaket für die Bedürftigen in Whitechapel. So ein... Lord Marsh hilft sogar Krankenhäusern. Ein ehrenhafter Mann ist, wie er behauptet. Wer weiß, wer weiß. Das Sonderausbildungsprogramm ist wirklich interessant. Ich habe noch nie so viele Hilfspakete für Arme gesehen. Vor allem nicht im Haus eines Lords. Säcke voller Essen. Hilfe für Bedürftige im Lambeth Armenhaus. Humanitäre Hilfe für ein Waisenhaus. Es ist äußerst ehrenhaft, sein ganzes Leben der Hilfe für Arme zu widmen. Das stimmt. Fest verschlossen. Abgeschlossen. Nach oben kommst du wohl nicht, ne? Bitte? Nach oben kommst du nicht, da sind die Säcke nee, im Weg. Nee, da ist doch Gerümpel. Hey, das ist das... Lord Marsh gibt einen großen Teil seines Vermögens für die Armenhilfe aus. Letztes Jahr schlossen 3 Waisen dank Lord Marsh ihre Arztausbildung ab. Dank Lord Marsh und dem Sonderausbildungsprogramm bekommen viele arme Menschen eine zweite Chance in ihrem Leben. Hallöchen, zweiter Zuschauer. Willkommen bei Sherlock Holmes. Lord Marsh, auf der Jagd mit Freunden. Ah, meine werten Kameraden, Lord Collins und Lord Harrington. Wenn ich nicht so malat wäre, würde ich jetzt in diesem Augenblick bei diesen Halunken sein. Alles zu seiner Zeit, Milord. Oder ist vielleicht der Arzt nicht ganz koscher? Mal schauen. Da fehlt noch was, oder? Unter dem Gerümpel ist ein weiterer Brief. Unten links, siehst du das? Ja, aber da kannst du nichts machen. Mist. Komisch, aber der Tisch ist weiß. Gibt es noch etwas, das Sie interessiert? Ich denke ja. Au. Meinst du, dir fehlt etwas? Ich glaube, der Bilderrahmen ist es nicht. Der leuchtet doch schon so grün. Ich glaube, grün ist fertig. Jo, das hätte ich jetzt auch vorgeschlagen. Jetzt die Vase auf dem Tisch? Oder meinst du damit den Lord Marsh? Fest verschlossen. Was haben wir denn übersehen? Das Sonderausbildungsprogramm ist wirklich interessant. Lord Marsh glaubt, dass er all diesen armen Menschen helfen kann. Okay, wir haben hier ihn, wir haben den aber Tisch. Aber da gibt's sonst nichts. Der voll, aber hier... Dokument mit Ziegel. Aha! Also doch die Pflanze. So, jetzt schauen wir mal. Sehr geehrter Lord Marsh, das hier ist die Liste der ausgewählten Teilnehmer an Sonderausbildungsprogramm für Oktober. Das Ganze sieht sehr vielversprechend aus. Dieser Name sagt mir nichts. John Strawbridge, William... Ist das... John Strawbridge, ich kenne diesen Namen. Und zwar von einem vermissten Plakat. Ja,
Aha. So ist es. Wäre ich gar nicht drauf gekommen, hätte ich gesagt. Tja, weil du nicht aufpasst. Ich